Wir beschäftigen uns heute mit den Logarithmen. Als Einstieg nutzen wir dazu folgende Überlegung. Wir haben kennengelernt die Potenzen in der Form, dass wir schreiben, beispielsweise 3 hoch 2 ist gleich 9. Wir haben kennengelernt die Wurzel. Mit den gleichen Zahlen verwendet, würde das bedeuten, die Quadratwurzel oder auch zweite Wurzel aus 9 ist gleich 3. In beiden Fällen war uns bekannt die Basis und der Exponent. Nun fragen wir uns, wie kann zum Beispiel folgendes Problem gelöst werden? 2 hoch x ist zum Beispiel 8. Bei einigem Überlegen wird man feststellen, dass natürlich die Zahl für x gleich 3 eine Lösung dieser Gleichung ergibt. Und genau diese Schreibweise definieren wir als den Logarithmus einer Zahl in der Art, dass man schreibt, der Logarithmus der Zahl 8 zur Basis 2 ist gleich x. Wir hatten eben gesagt, x ist gleich 3. In allgemeiner Schreibweise würde das bedeuten, in der Grundform einer Potenz a hoch x ist gleich b, lässt sich natürlich schreiben, der Logarithmus von b zur Basis a ist gleich x. Wir wollen dies nun auf einige einfache Zahlenbeispiele anwenden. Es heißt, also an dieser Stelle die einfachen Zahlenbeispiele. Das heißt also, der Logarithmus von 100 zur Basis 10 ist gleich 2, da 10 hoch 2 gleich 100 ist. Der Logarithmus von 10 zur Basis 10 ist gleich 1, da 10 hoch 1 gleich 10. Der Logarithmus von 32 zur Basis 2 ist gleich 5. Da 2 hoch 5 gleich 32 ist. Ab dieser Stelle wird es etwas anspruchsvoller. Der Logarithmus von einem 32. zur Basis 2 ist gleich minus 5. Da 2 hoch minus 5 auch geschrieben werden kann als 1 durch 2 hoch 5. Und das ist natürlich auch ein 32. Logarithmus von 64 zur Basis 4 ist gleich 3, da 4 hoch 3 gleich 64 ist. Auch bei dieser Aufgabe sollte man etwas ausführlicher überlegen, und zwar in der Form, wir finden hier vor eine Wurzel und einen Bruch. Das heißt also, wir schreiben am besten diesen Ausdruck erstmal in eine Potenz in der üblichen Schreibweise. Das heißt also, wir könnten auch schreiben, Wurzel aus 32 hoch minus 1, und für die Wurzel könnten wir auch schreiben, ist gleich minus 1/2, also 32 hoch minus 1/2. Wie kann nun dieser Logarithmus berechnet werden? Das bedeutet also, ich setze diese Zwischenrechnung zunächst in Klammer, da das ja noch nicht der Logarithmus ist, sondern wir überlegen jetzt, drücke ich also diese 32 zunächst aus als 2 hoch 5 hoch minus 1/2. Wir haben bei den Potenzgesetzen gelernt, dass man dafür auch schreiben könnte, 2 hoch 5 mal minus 1/2 ergibt 2 hoch minus 5. Halbe, und damit haben wir hier an dieser Stelle die gesuchte Zahl, und das bedeutet, unser gesuchter Logarithmus ist gleich minus 5 halbe. Gut.